Grüß Gott. Heute schon der vierte Sonntag im Osterkreis und alle heutigen Lesungen, alle drei, zeigen uns Jesus als den guten Hirten, der sich um die Seinen kümmert. Es gibt in diesem berühmten Evangeliumtext einen Satz, der wie eine Brücke ist zu dem, was wir in der zweiten Lesung hören, nämlich: Er geht ihnen voraus und die Schafe folgen ihm. Und der heilige Petrus in der zweiten Lesung schreibt uns solche Worte: Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Dann hören wir eben diese Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünden begangen und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht, er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet auch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Es sind harte Worte, welche wir heute am Sonntag hören. Und ich denke, das ist das Gegenteil, was wir seit Jahren vielleicht schon in der Kirche hören, dass die Religion gut ist und so weiter und so fort. Der Petrus zeigt uns hier wirklich eine harte Seite, aber dadurch zeigt er uns ein echtes Christentum. Ich denke, gerade das müssen wir echt wahrnehmen und hören, wozu wir berufen worden sind. Denn erst dann beginnt dieses echtes christliches Leben. Wenn ihr recht handelt, hören wir in dieser Lesung, und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden. Es klingt hart und es ist wirklich hart. Jesus nachfolgen und dadurch zu seinen Schafen gehören, zu seinem Herde, wie wir im Psalm 23 hören, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, bedeutet als Christen Gutes tun und dafür auch leiden. Und das wollen wir nicht. Ganz intuitiv, ganz innerlich weigern wir uns zu leiden und wir empfinden es auch als große Ungerechtigkeit, wenn wir uns bemühen, gut zu leben, gut zu handeln und trotzdem erleben wir immer wieder das Schlechte, das Böse, den Leid. Denen, die nicht christlich leben, höre ich immer wieder und erfahre ich das selbst, die nicht an Gott glauben, die nicht in die Kirche gehen, denen geht's gut. Die sind reich, die sind angesehen, gesund, haben Erfolg im Leben. Und wir, die wir uns bemühen, christlich zu leben, wir müssen leiden. Petrus schreibt uns wirklich harte Worte und eben, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Oft überhören wir diese harte Seite des Lebens. Ich denke, es ist nicht ohne Bedeutung, dass gerade der heilige Petrus uns diese Worte schreibt, denn er schreibt das, sagt uns aus eigener Erfahrung.
er, der früher den Jesus selbst vor dem Leiden von dem Marter, von dem Tod bewahren wollte, schreibt jetzt, es ist eine Gnade, wenn wir trotz dem Guten leiden müssen. Was können wir da machen? Kann man Leid verstehen? Kann man Gnade verstehen? Ich denke nicht. Das alles sind Geheimnisse. Also einfach Jesus vertrauen, der selbst gelitten hat und uns ein Beispiel gegeben. Und wenn wir ihm so nachzufolgen, auch im Leiden, das ist eine Gnade in Gottes Augen. Denn, wie der Psalm 23 sagt, er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Eben, auch der Psalm sagt, muss ich auch wandern in finstere Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Wie gesagt, gerade heute, nachhinein, wenn wir noch den Tod Jesu im Augen, in Erinnerung haben und schon die Auferstehung Christi feiern, solche harte Worte, eine Ermutigung, Leid anzunehmen, Krankheit einzunehmen, Ungerechtigkeit, kann man das verstehen? Ich denke nicht. Aber ich wünsche dir, dass du trotz all dem Jesus nachfolgst, dass du seinen Spuren folgst. Er wird dich nicht im Stich lassen. Er ist doch der Gute, der beste Hirte. Und das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Grüß Gott.